Liebe Imkerinnen, liebe Imker, es ist jetzt Hochzeit bei den Bienen. Wir haben den traubigsten Monat im Jahr, den Juli. Was ist zu tun? Es geht um die Honigernte, es geht um eine Völkervermehrung, es geht um eine Varroa-Reduktion. Ich zeige euch jetzt ein Verfahren, wie man alle drei Sachen in einem Arbeitsschritt mit einem Verfahren machen kann. Voraussetzung: Alle Völker auf einem Bienenstand sind weißelrichtig, sind gleich stark und wir haben die nächsten 14 Tage noch Tracht und wir wollen in 14 Tagen mit der Ernte beginnen. Da habe ich jetzt exemplarisch drei Völker wieder auf einem Bienenstand, die sind ungefähr gleich stark, haben ca. 6 Brutrahmen und den Honigraum drauf. Funktioniert nicht nur bei Jumbo, Dardant oder Einheitsmaß. Funktioniert auch bei Einheitsmaß und Chander, weil ihr habt es ja sicher vorher schon gehört, ich sperre jetzt um die Zeit alle meine Völker auf einen Brutraum runter. Also deshalb kann man das bei allen Zagenmaßen verwenden. Was mache ich jetzt? Und das ist jetzt kein Muss, was ich mache. Ich entnehme zuerst einmal überall eine Brutwabe mit allen Brutstadien, mit ein paar ansitzenden Bienen und kann damit noch einen Ableger machen. Dadurch habe ich also die Völkervermehrung gemacht und den Ableger kann ich zum Beispiel mit einer Weißelzelle beweiseln. Ich kann ihn aber auch verwenden als Starter für weitere Königinnenzucht. Das ist jedem selber überlassen. Und hinter dem Schied, das Blaue, sind also die Schiede dahinter. Habe ich dann meistens noch ein, zwei unbebrütete Waben, die sind ausgebaut. Was mache ich mit denen? Die hänge ich jetzt in das Zentrum und eben wie gesagt, den Ableger bringe ich weg. Dadurch, dass ich die Wabe jetzt ins Zentrum bringe, ist sie für die Königin wieder zugänglich und die wird die hoffentlich bebrüten. Und was mache ich dann? Ich mache dann einmal eine Woche lang nichts, 7 Tage. Nach 7 Tagen habe ich noch keine verdeckelte Brut in der neu gegebenen Wabe. Und wenn noch Tracht ist, lasse ich die Honigräume drauf. Wenn keine Tracht wäre, dann müsste ich jetzt die Honigräume entfernen und dann habe ich einen kleinen Nachteil, weil ich müsste jetzt dann in Zukunft füttern. Bei Tracht muss ich das noch nicht machen. Und was mache ich? Oder warum? Warte jetzt 7 Tage. Es ist so, ihr seht es, im 8. Tag streckt sich die Made langsam und im 8. Tag beginnt die Varroa die Wabe zu besiedeln. Sie versteckt sie dann unter der Made, wo sie von den Putzerinnen nicht gefangen wird. Und im 9. Tag wird die Zelle verdeckelt und dann ist die Varroa geschützt vor den Arbeiterinnen, die sie eventuell herausräumen würden. Und eine Besonderheit hat die Varroa noch. Wenn eine Varroa frisch schlüpft, dann geht sie nicht gleich wieder in der Zelle hinein, sondern dann bleibt sie ein paar Tage draußen. Sie muss noch fertig reifen, bevor sie sich also wieder verdeckeln lässt. Nur für euch zur Information. Was mache ich jetzt am Tag 7? Ich nehme jetzt alle alten Brutwaben heraus und dadurch vernichte ich ca. 80% der Varroen. Zum Beispiel ein stark verseuchtes Volk hat 2000 Varroen. Da bringe ich das runter auf ca. 400 Varroen, die da drinnen sind. Und wenn zum Beispiel ein Volk irgendwo mittelmäßig verseucht ist, dann bringe ich das von 1000 Varroen auf 200 Varroen herunter. Und die eine Wabe, die ich vor 7 Tagen gegeben habe, die lasse ich noch drinnen. Die hat jetzt Brut von Ei bis 3 Tage alte Made. Und die fungiert jetzt als meine Bannwabe. Und zwar die Varroen bleiben 3, 4 Tage noch draußen, haben aber keine andere Möglichkeit, weil das andere sind alles Mittelwände. Sie werden also dann möglichst diese Wabe besiedeln. Und währenddessen habe ich noch Tracht. Das heißt, die Bienen, die ja nach wie vor drauf sind, die haben jetzt keine Brut zu pflegen oder ganz wenig nur. Die nutzen das zusätzliche, also die nutzen die Tracht und können damit die Mittelwände ausbauen. Was tue ich nach 9 Tagen? Ich kontrolliere jetzt einmal auf Weißelrichtigkeit. Einfach nur mal schauen, habe ich keine Königin irgendwo mit abbeidelt oder habe ich irgendwo eine Königin, ist die verloren gegangen während der totalen Brutentnahme. Oder während der Brutentnahme, ist ja keine totale Brutentnahme. Und da habe ich wieder einen Vorteil, wenn ich eine Brutwabe drin lasse, die Völker bleiben ruhiger. Das heißt, eben, die wissen, da ist was da,
Und man kennt ja dann, die fangen an, eine Nachschaffungszelle zu schaffen. Ich sehe also, wenn ich die eine Wabe ziehe, sehe ich sofort, was los ist. Ist da nichts drauf? Ist es voll ruhig? Ist alles in Ordnung? Ist eine Nachschaffungszelle drauf? Verlaufen sie die Bienen auch nicht. Also das heißt, wenn ich sämtliche Brut entnehmen würde, kann es sein, dass das Volk hat keinen Zusammenhalt mehr und das würde ausfliegen und würde eventuell sogar eine Räuberei starten. Das ist mit dem unterdrückt. Ich lasse aber jetzt alles so, also das heißt, wenn ich sehe, da ist ein Volk weisenlos, mache ich nichts. Warte noch ein paar Tage. Und zwar am 13. Tag sind alle Mittelwände ausgebaut und teilweise auch bebrütet. Aber wieder ist wichtig, es ist keine Brut älter als 6 Tage. Und jetzt das Abschleudern steht kurz bevor. Was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt alle diese Bannwaben heraus und vernichte sie. Also diese Bannwaben haben mir so ziemlich alles an Varroa zusammengesammelt, was nur im Volk gekreucht und gefleucht ist. Und ich vernichte diese Bannwaben. Also da kann man keine Ableger mehr machen. Auch die Bannwaben, die ich vorher entnommen habe, also die Waben, die vernichte ich. Und ich habe dann die Varroa reduziert von ca. 400 auf 80 Varroa oder von 200 Varroa auf 40 Varroa. Und ich kann jetzt eventuell eine letzte Mittelwand geben oder wie es in dem mittleren Volk der Fall ist, auch nochmal eine begatterte Königin. Die Königin wird schon angenommen, weil ja keine Brut im Volk ist. Also die sind froh, wenn sie eine Königin haben und die nehmen die jetzt tadellos an. Was mache ich dann noch? Ich räume die Völker, die Bienenstände ab. Das heißt, weg mit den Honigräumen. Ich kann jetzt, ich habe die Bauernahrung, da steht es noch einmal. Also ich habe jetzt durch die Völkervermehrung Brutsammler gemacht, ich habe Bauerneuerung gemacht und ich habe jetzt keine Sommerbehandlung notwendig. Und was mache ich, falls doch noch zu viele Varroa sind? Das heißt, ich schaue am 14. Tag oder am 15. Tag schaue ich noch, wie viele Varroa fallen ab. Wenn mehr als 2 Varroa abfallen oder wenn 2 Varroa abfallen, dann mache ich noch eine einmalige Entmilbung. Die mache ich gleich an dem Tag in der Früh. Fahre ich zum Beispiel mit unserem Universalverdampfer bei den Fluglöchern einmal rein, 10 Stöße Rauch rein und dann habe ich den ganzen letzten Varroa auch noch den Garaus gemacht. Und Fütterer drauf und Füttern beginnen. Wichtig ist jetzt, dass wirklich ein konstanter Futterstrom im Volk entsteht, damit wirklich alles fertig aufgebaut wird und dass die Völker zügig das Futter abnehmen, dass sie dann später im Jahr nicht mehr zu stark schinden, plagen müssen. So, ich hoffe, das Verfahren hat eure Zustimmung gefunden. Ich freue mich über viele Likes, ich freue mich über Abos und ich freue mich, wenn ihr die nächsten Videos auch anschaut. Da geht es dann mehr auch jetzt welches Verfahren der Varroa-Bekämpfung kostet mich am wenigsten. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss, pfiat euch!